Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem, ich nenne es mal, neuen Format in Super Smash Bros. Auf diesem Kanal. Ich habe inzwischen schon verschiedenste Dinge gemacht. Tutorial-Videos zu Charakteren, die ich kann. Einfach sinnloses Gameplay, Amiibo trainiert. Aber was haben wir noch nicht gemacht? Einen Charakter, den ich noch nicht gespielt habe, trainiert. Deswegen nehme ich euch heute für die erste Folge mit und trainiere einen Charakter, den ich noch nie gespielt habe. Ich habe mir ein klein bisschen Videos angeguckt, damit ich eben weiß, was man so überhaupt mit dem Charakter machen kann. Ihr habt wahrscheinlich schon auf dem Thumbnail und im Titel gesehen, wir trainieren heute Quajutsu. Und zwar bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch, der für so ein Training wirklich den Training Room benutzt. Ja, solche gibt's. Wir trainieren auf Omega, auf einer Pokémon Stage, weil wir können's einfach. Wir nehmen hier mal schön Route 209 aus Diamond and Pearl. Und eigentlich ist es wirklich relativ simpel, wie ich trainiere. Ich trainiere nicht auf irgendeine Tryhard-Variante oder so. Ich nehme einfach den Charakter, den ich brauche. Wo steht Quajutsu hier? Guck mir erstmal an, was hat denn der für Skins, wenn ich ihn noch nie gespielt habe. Dann gefällt mir zum Beispiel bei dem... Oh, der hat coole Skins, aber hier der rote gefällt mir sehr gut. Als Gegner nehme ich in der Regel einen Bowser, weil der eben einfach leicht zu kombon ist. Und dann fight ich eine Runde und guck einfach, wie es läuft. Natürlich mache ich jetzt nicht irgendwie, ich könnte jetzt hier einfach so stehen, versuchen, irgendwas hier zu regeln. Digga, dieser Bowser kriegt ja gar keinen Knockback. Digga! Okay, Bowser! Oh, schöner Jablock. So könnte ich es natürlich machen, aber ich mache schon das Klassische und stell den auch auf Kämpfen ein. Uff. Also, das ist eine ganz gute Technik für Quajutsu. Ich weiß nicht, ich glaube, das funkt an auf Bowser nicht so gut, zumindest auf Low Percentage. Was mir sehr an Quajutsu gefällt, allgemein, ich mag das, den Kampfstil von Quajutsu. Das ist auch der Grund, warum ich ihn trainiere, logischerweise. Okay. Aber ihr könnt natürlich auch damit rechnen. Erstens, im Training Mode gehe ich noch lieber auf irgendwelche unnötig riskanten Plays als sonst, weil was schadet's mir? Und da ich den Charakter zum ersten Mal spiele, kann ich ihn logischerweise nicht. Dafür sind wir ja hier, damit ich ihn lerne. So, Recovery von Quajutsu, ähnlich wie Pikachu. Da bin ich gespannt. Pikachu spiele ich, aber auch nur mittelmäßig talentiert. Einer der schlechteren Charaktere, die ich schon trainiert habe. Okay, die Physics sind anders, als ich erwartet habe. Aber mir gefällt der Ersteindruck. Natürlich eine Attacke, die auch immer geht. Fragezeichen, man, lol. Bowser outmindet mich. Ah, stimmt. Grab ist bei Quajutsu auch noch so eine Sache.
Und seine Abwehr ist ein gutes Combo-Tool. Schade. Ich habe versucht, so eine kleine Down-Air into Forward-Air-Combo hinzubekommen. Ja, ich denke, das war ganz schön. Ah, ich wollte Down-Air. Die Jablocks sitzen. Mich wundert's, dass die Jablocks sitzen. Eigentlich kann ich nicht Jabloggen. Die Taunts auch ganz wichtig. Ach stimmt, war das nicht irgendwie... Genau. Der Taunt trifft sogar, der macht Damage. Der wahre Disrespect ist, wenn man aus diesem Taunt heraus kombot. Ah, schade, Miss. Ja, ich gehe gerne auf die Down Air. Sehr schön. Ich muss sagen, es läuft hier gerade besser als sonst, wenn ich einen Charakter wirklich neu anfange. Okay, das funktioniert nicht. Zumindest nicht auf Bowser. Na, aus dem Jab raus gearmort mit seinem Tough Guy. Willst du mich flachsen? Wie sind so die Forward... Und Backthrows, soweit ich weiß, hat Quajutsu keine Killthrows. Also gegen Bowser sowieso nicht, aber... Ah, der Cooldown war länger als ich dachte, ich wollte auf Style gehen. Ja, aber doch. Der Charakter gefällt mir. Das sollte eine Forward Air sein. Mit der Recovery kann man schön gimpen. Ich will mal einen Konter landen. Willst du mich flachsen? Danke! Was ich ja cool finde, ist, dass der Konter spiken kann bei Lucario. Schade. Böse. Die risky plays sind mein Life, Leute. Ja, so geht die Combo, die funktioniert bei vielen Charakteren schon, wenn sie weniger Damage haben. Ah. Ich weiß nicht, ob der Gegner dazu falsch die ein muss, damit das Down Air into Forward Air trifft. Aber auf jeden Fall krieg ich's nicht. Okay, gegen Bowser funktioniert tatsächlich. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass das true war gerade. Nein, so leicht wirst du mich nicht los. Ich kann mir gut vorstellen... Oh, man kann das überleben? Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Format öfter kommen wird, weil ich einfach auch meinen Spaß dran habe. Vor allem in letzter Zeit noch mehr als früher neue Charaktere zu lernen. Oh, Kacke. Nein, ich hab grad gespot-dodged.
Mann, gegen diesen Bowser funkt das nicht. Es kann gut sein in solchen Situationen wie jetzt, wo wirklich einiges, das bei Quajutsu relativ Standard ist, gegen Bowser nicht funktioniert, werden wir gleich nochmal einen Gegner auf einen immer noch schweren und vor allem Charakter mit einer großen Hitbox, aber etwas leichteren Charakter wechseln. Meistens gehe ich dann auf einen Donkey Kong oder so. Ich meine, vieles wird immer noch nicht funktionieren auf Donkey Kong, aber die Forward Air erinnert mich sehr stark an Mewtwo und das gefällt mir. Ich mag Mewtwos Forward Air gerne. Schade. Tschüss. Ah, fast. Nein, falsche Richtung. Man merkt, ich lasse mich hier teilweise von diesem CPU komplett outplayen. Wer kommt denn jetzt? Eine Sekunde. Post. Fand ich super. Typisches Posterlebnis. Ich habe kaum ein Wort verstanden, was der Typ gesagt hat. Und gegenseitig. Und andersrum war es ähnlich. Läuft halt mal wieder. Ja, das war irgendwie ein Paket für die Nachbarn, obwohl die anscheinend da sind und ich verstehe es einfach nicht. So, ich nutze die Gelegenheit, um den Gegner zu wechseln. Ich glaube, ich benutze zu wenig Forward Air. So. Ich wollte Neutral Air. Schon viel zu hohe Prozent für DK. Gute Recovery. Nope. Nope. Du kriegst jetzt auf die Schnauze und tschüss. Nee, das kann man nicht abbrechen und das Aufgeladene halten. Hier, so muss das. Die Neutral Air braucht immer länger, als ich denke, um auszuführen. Und war das gerade 20 Hits. Noch nie war Kombos machen so einfach. So.
Einfach gucken, ob irgendwie was hinhaut. Ratschuhu! Nope. Nope. So einfach nicht. Jawohl. Er wollte Spin to Win machen, aber es hat sich mit meinem Hit geclashed. Nope. Das ist immer belastend. Wenn man so knapp eine Combo misst und dann so frei für den Gegner steht, dass er seine Hits kriegt. Ich will wieder down tilten. Als wenn das nicht hittet. Digga, der hat mich nachgemacht. Ich habe auch gerade auf Back Air gedrückt, Mann. Ich glaube, der hat keinen Bock, so gehittet zu werden. Ich bleib dabei. Ich habe das Gefühl, ich benutze zu selten. Schade, ich habe gehofft, ich könnte da jetzt raus kombon. Zu selten Up Air. Ob der lebt. Bei der Killpower bezweifle ich langsam doch, dass ich die Down, die Up-Air zu selten nutze. Oh fuck. Oh Gott. Das war close. Als Combo-Tool eignet die sich wahrscheinlich. Dazu muss ich sie aber landen. Das war grottenschlecht. Aber dieser Frosch hat Power. Jawohl, sowas wollte ich hier sehen. Und das ist sogar eine Combo. Irgendwie die Hälfte aller Sachen wird auf dem Kombometer nicht als Kombo gezählt und das triggert mich immer. Auch wenn eine hohe Kombo mit Quajutsu eh nicht so schwer zu sein scheint. Ich weiß zwar nicht, wie ich vorhin meinen 20er Jab hatte, aber... Quajutsu! Nope. Stattdessen kriegst du jetzt den da. Ich will einen Down Tilt. Up Smash kickt. Als ob. So. Jetzt bist du aber weg. Ah, schade. Uff. Ich renne noch richtig schön rein. Nein, ganz knapp. Schade, mein Wasser hat nichts gebracht.
Es ist durchaus möglich, Gegner damit zu cheesen. Apropos cheesen. Wird Zeit, dass du mal wieder krepierst. Ich sagte, du krepierst. Ja, Quajutsu macht Bock. Gute Entscheidung gewesen, den zu trainieren. Es kann natürlich in diesem Format dann auch mal vorkommen, dass ich einen Charakter trainiere und am Ende dann sage, nee, der ist ja komplett kacke. Schade. Ich gehe auf den Style. Ja, er hat schon mehr als genug Prozente, um das zu dodgen. Schade, das wäre doch eine schöne Kombo. Down air into down air, so. Aber down tilt into forward air muss reichen. Oh Gott. Was kann man eigentlich auf 0% mit einem down anfangen gegen DK? Auch nix. 24 Hit-Kombo müsste neuer Rekord sein. Hier, how to combo with Quajutsu. Einfach A gedrückt halten. Skill-based Character. Ne, macht halt dafür nicht wirklich so ein Damage, der Jab, sag ich mal. Also ich habe schon das Gefühl, Quajutsu ist einer der skillbasierteren Charaktere in dem Spiel. Zu denen ich zum Beispiel auch Diddy Kong einordne. So kannst du nicht landen gegen meinen, der auf jeden Fall inzwischen komplett Instant Karma ist schon toll, kennt ihr das? Er macht Spin to Win. Ich zeig dir mal, wie man winnt. Das habe ich nicht gedrückt. Back Air. Boah, ich sehe aber auch schon, das macht schon Damage, dieser Up Smash. Okay, da hat der Computer mal wieder schlecht gealt. Das hätte er auf jeden Fall überleben können. Nein, ich hab die Recovery nicht geschafft. Das war so cool. Ah, gegen Donkey Kong ist es relativ schwierig, habe ich das Gefühl, auf 0% was anzufangen mit einem Frog. Nein. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich sagte, du guckst jetzt. Haben wir uns nicht verstanden oder was? Ah, er grabbt. Junge! Nächstes Mal musst du noch treffen, dann ist es besser. Oh, das war doch schön. Oh Gott. Ich bin nah am Tod. Ich sollte mich nicht dumm treffen lassen. Oh, jawohl. Die Attacke hat schon ihren Knockback.
Sehr schön. Vielleicht merkt man schon irgendwie auch im Verlauf dieses Videos, wie der Charakter mir einfach immer mehr liegt, nenne ich es mal. Also wie ich auch, schade, bessere Plays hinkriege. Oh, der Upsmash macht wirklich 22 Damage mit beiden Hits. Schade. Ich meine, auf den Style gehe ich sowieso immer, egal wie gut ich einen Charakter kann, aber Fajutsu, gute Wahl. Macht Bock, den zu spielen. Kann ich empfehlen. Das werde ich auch wahrscheinlich in diesem Format dann machen. Wirklich einfach dann auch sagen, inwiefern ich Charaktere empfehlen kann, nachdem ich sie so selber als vorher komplett unparteiischer zum ersten Mal angefasst habe. Und erwartet nicht in diesem Format irgendeinen Fire Emblem Charakter zu sehen. Schade. Downtilt, sagst du? Ah, schade. Die Neutral Air ist schon cool. Ich muss nur noch die Kombos daraus hinkriegen. Okay, das war keine Neutral Air Combo. Das war in die falsche Richtung, aber hey. Sag mal. Du hörst mal jetzt auf für einen Moment. Ich bin dran. Ich sagte, ich bin dran. Verstehen wir uns? Ah, schade. Das wäre so sick gewesen, wenn das gehittet hätte. Die Kombos, sie ballern. Quajutsu OP. Ich gehe zu sehr für den Style. Aber hier, man merkt, dieser Donkey Kong hat schon das Spiel nicht mehr in der Hand. Den Kampf. Ich meine, wir sind nur im Trainingsmode, aber ja, dann gibt es solche Sequenzen. Natürlich kommt sowas immer schön, nachdem ich sagte, der hat das Spiel absolut nicht mehr in der Hand. Ich sollte vielleicht nicht so viel Trash-Talken, sondern einfach Gameplay nutzen, um zu zeigen, was los ist. Ah. Spin to win. Aber für einen Win reicht's nicht. Das übrigens auch nicht. Super krasser Play. Funktioniert auch gegen jeden echten Spieler, kann ich garantieren. Die komplett offensichtliche Random Side B. Uff. Belastend. Hallo, ich brauch Hits. Als ob, man. Das muss ich noch hinkriegen. Dann solche Kombos auch abzuschließen. Komm, schlag mich doch. Trau dich. Trau dich.
So, Stock geholt. Nicht mehr lang. Aber Quajutsu kickt gerade. So unnötiger Disrespect. Aber ich weiß ja eh, dass der Computer es nicht taggen wird. Ah, hätte ich die Forward Air gelandet. Die Down Air hätte ich aber auch in 2,5 Jahren nicht gelandet. So, Back Air, habe ich das Gefühl, hat ein bisschen mehr Power, als ich sie so einschätze. Dash Attack kann man auch gut kombon. Und sowas rausholen. Ich merke das selber bei sowas immer. Die Fortschritte, die da einfach kommen. Weil ich einfach besser so verstehe, wie man mit diesem Charakter spielt. Oder manchmal auch nicht, wenn man sich solche Plays wie den da anguckt. Aber den Upsmash, den Sweet Spot ich zu selten. Teabaggen. Nein, in die falsche Richtung. Nope. Nope. Nein, ich konnte nichts draus machen. Ja. Ich weiß, ich gehe teilweise auf nicht schlaue Plays. Aber manchmal klappen sie halt. Ich finde auch immer, muss ich sagen, in Smash Bros. Eine Combo muss halt echt nicht true sein, um gut zu sein. Gibt's viele true Combos, wäre es ja auch ziemlich langweilig. Wird man einmal gehittet, kann man nichts mehr machen. Deswegen muss man die Combos hinkriegen, die nicht true sind, indem man den Gegner einfach liest. Deswegen finde ich persönlich auch, je nachdem, wie genau sie sind, also wenn es jetzt wirklich so eine Kombo ist, wo der Gegner alles perfekt so machen muss, wie man es will, damit es trifft, dann ist es Schwachsinn. Aber ich finde teilweise so Kombos, die nicht true sind, sogar cooler als welche, die true sind. Übrigens, genauso recovert man mit Quajutsu. Bei mir kann sich jeder Main von dem Charakter noch eine Scheibe abschneiden. Ich habe gerade ehrlich gesagt gar keine Ahnung, in welchem Tier Quajutsu im Moment steht. Ich bin mir ziemlich sicher in einem höheren als die Charaktere, die ich sonst so spiele, mit Kirby, K. Rool und Dr. Mario. Tschüss. Die sind auch eine gute offensive Option. Holz. Nein, er dodged. Aber das dodged er nicht.
nicht schön. Nein, ich habe gerade Konter gedrückt. Da hat Spin to Win wirklich gewinnt. Ah, ich sehe das gerade schon. Irgendwie ist es anscheinend im Moment regelmäßig so, dass meine Aufnahmen sich automatisch in mehrere teilen. Damit habe ich aber kein Problem, muss ich halt schneiden. Solange die Aufnahmen nicht wie auf dem Handy dann teilweise einfach weg sind. Nächstes Mal, wenn ich diese kleine Combo krieg. Mit Up-Throw into Up-Tilt into Up-Smash. Dann lese ich einfach diese scheiß Get-Up-Attack, die immer kommt. Um nochmal in die Situation zu kommen, wäre es gut, einen Stock zu nehmen. Ich sagte einen Stock. Nee. Man. So. Bruh. Ich dachte, das trifft mich nicht. Ah, diesmal hat der Upsmash nicht. Oh mein Gott, was die Range? Hilfe, der Computer liest mich. Komm, ich will noch eine sicke Combo, bevor wir beenden. Dieser Ruf gerade! Dieser Ruf, was war denn das? Quajutsu! Als wenn. Du kommst nicht. Will er mich jetzt flachsen? Donkey Kongs Recovery besiegt Quajutsu Side B. So. Zeit, nochmal ein bisschen Style raushängen zu lassen. Sehr schön. Auch schneller Charakter übrigens, falls das noch nicht klar geworden ist heute. Nein, er hat nicht die Get-Up-Attack gemacht. Das Gute ist, der punisht nicht. Ganz knapp. Jawohl! Oh. Diese Side-B-Kombos sind so geil. Ah, was mich nur ein bisschen stört, ist, dass wir ihn kein einziges Mal gegimpt haben. Ich habe das Gefühl, der hat Super Armor während seiner Recovery. So, das wird nichts mit dem. Alter. Ich unterschätze den Spin to Win. Er punisht sowieso nicht. Nein, ich hab gehofft, ich könnte mit dem Gimp jetzt eine Combo rausholen. Das ist ein Spike, DK, nicht das, was du da machst. Ganz knapp. Ich
ich will jetzt nochmal hier sowas richtig Sickes bekommen. Ein SD ist nicht sick, also pass auf, Quatsch. Okay, schöner Hit. Diese Spikes mit Quajutsu sind noch. Das ist halt so die Sache. Wenn man selber krepiert, wenn man Spike verfehlt, wie bei Bowser, und ihn also wenn man ihn verfehlen würde und ihn dann landet, das macht es gleich noch 8-mal besser. Als wenn. Oh Gott. Jawohl, ich lebe. Jab. Das war leider kein Finish für eine sicke Combo. Juckt nicht, ich lebe. Du nicht. Aber wir wollen hier jetzt noch eine Combo. Das ist keine sicke Combo. So, jetzt aber, jetzt ist die Zeit gekommen. Nein. Oh, das war schon nice. So, ich würde sagen, wir ziehen dem DK noch 3 Stocks. Und dann war's das für heute. Ich denke, man merkt auch daran, wie ich hier einfach nicht aufhören will, wie viel Spaß ich an dem hab. Krepierst. Na. Gib mir die Kombos. Verstanden? Letzter Stock. Tschüss. Also, noch nicht tschüss zu euch. Ich hoffe, wir kriegen ja noch was raus. Ja, so nicht. Oh Gott, ist dieser letzte Stock kacke. Komm, das lasse ich jetzt aber auch nicht auf mir sitzen. Als wenn der Down-Tilt nicht hittet. Als ob!
mal, kann der Computer mal aufhören, mich zu punishen? Ich will hier einen guten Finish. Ich hab am Ende, ich bin eigentlich am Ende gesprungen und habe Side-B gemacht. Das, was ihr gesehen habt, war, ich bin nicht gesprungen und habe gekontert. Ich will hier jetzt noch richtig ballern. So leicht hittest du mich. Ich wollte eigentlich erst nichts sagen, aber dann wurde ich währenddessen schon gehittet. Als ob. Das war so schön und dann gibt mir auf einmal DK die Double Back Air. So, letzter Stock, weil der Speicher es nicht mehr mitmacht. Als ob! Das hätte so schön werden können. Und dann kickt die Super Armor. Oh Mann, dieser letzte Stock. Immer wenn ich sage, jetzt ist auf jeden Fall letzter Stock, wird der Stock absolut schrecklich. Ey komm, ich kann hier jetzt nicht noch einen verlieren. Ja. Ich würde sagen, das war's dann fürs heutige Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in entweder diesem Format oder einem anderen. Kommt ganz drauf an, was ihr anschaltet. Wenn es euch gefällt und ihr mehr hiervon sehen wollt, dann lasst ein Abo da, ein Like wäre auch sahnig. Teilt das Video, wenn ihr jemanden kennt, der solchen Content gerne mag. Kann ja immer mal sein. Wir sehen uns wann anders wieder. Bis dann und ciao. Und nein, ich habe nicht vergessen, das Video auszuschalten. Ich will aber den Stock noch fertig spielen. Zumindest ganz schöner Finish. Dann ciao.